In diesem Video. Hat einer die Hände in der Tasche? Trage ich ein Paket spazieren? Ja, seht ihr richtig. Sieht die Schokolade irgendwie komisch aus? Bewegen wir uns nicht? Kommen die Wände nahe? Und hat alles nicht geholfen? Schönen guten Morgen. 9.30 Uhr. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich mal in die Pötte komme. Ruhige Nacht gehabt hier. Allerdings waren die Vögel heute Morgen enorm laut. Wettertechnisch. Sagen wir mal so, es ist trocken, aber bewölkt. Im Camp herrscht auch noch ziemlich Ruhe. Man sieht und hört noch nichts. War spät gestern um 2 Uhr. Ich habe jetzt erstmal die Heizung hochgestellt und gehe duschen. Hilft das gegen Kopfschmerzen? Ja. Dann nehme ich gerne einen. Wir gehen mal kurz zurück und holen eine Tasse. So, dann läuft die Tasse zum Timo. Du nimmst wieder dein Power-Modul. Ja, na logisch. Yeah. Wow, was hast denn da noch alles stehen? Oh, machst ich glaube schon morgens Party mit Jever und Paketen. Junge, Junge. Für wen das wohl ist? Komisch, komisch. Sollen wir mal Paketübergabe machen jetzt? Ja, bitte, damit ich wieder Platz in meiner Küche habe. Ist das schwer? Oh, das geht. Oh. Aber das Sixpack kriegst du, soll ich da oben raufstellen? Ja, genau. So, danke schön für die Pakete schon mal. Die wandern jetzt in Zottel und dann wandert ein anderes Paket zurück. Denn das hier habe ich dabei und das muss nach Deutschland. So. Hiermit festgehalten, ich bin's los, hab damit nichts mehr zu tun jetzt. Schön. Dankeschön. Ich sag mal Prost und danke. Ja, nur um es mal festzuhalten, die Kaffeebar ist dann mal eröffnet. Alle mal eine Reihe und Kaffee machen. Wir werfen jetzt mal einen kurzen weiteren Blick in den Rest vom Camp. Waren doch noch mehr gestern. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Alle schon wach und fit? Natürlich. Frühsport gemacht? Natürlich. Dusche genossen? Im Trog gebadet? Etwas auch, hä? Jetzt können wir mal kurz einen schüchen Blick in den Affinity werfen. Ich habe da im Tank immer bis kurz und der Morgen ist da genau zugehalten, es ist da wie nass. Ja. Von der anderen Seite kann man reingucken. Die rote Platte muss ich das Bett ziehen. Immer wieder schön. Ich freue mich schon, da mal von Manfred bekocht zu werden. Ja, und das Camp ist ja so noch nicht zu Ende. Es geht ja noch weiter. Der ganz rechts außen, der weiße, gehört nicht dazu, aber der Reutlinger VW-Bus und natürlich der schwarze im Hintergrund. Haben wir uns schön ausgebreitet hier, ist aber auch nichts los. Stadtkern. Ja, und der Nick ist jetzt gerade nicht da, jetzt können wir hier sein Frühstück betrachten. Er hat sich hinten noch eine Küche reingebaut in seinen VW-Transporter. Auch cool. Ja, und irgendwie freut es mich ja, dass auch mal jemand mit einem VW-Bus dabei ist, denn das ist eine Premiere, das hat man bisher noch nie. Und jetzt könnte man mal frühstücken, oder? Denn so ein leichtes Hungergefühl habe ich. Es ist ja auch bald 11 Uhr. Da kann man ja mal wieder was einwerfen. Und was macht der Grill? Werfen wir mal einen Blick auf den Fennec. Da war schon viel übrig geblieben. Ab und weggeglüht. Wie immer. Wie ihr seht, ein prima Platz, um einen ruhigen Morgen zu verbringen. Kein Verkehr, keine Leute, kein gar nichts. Ein bisschen Schneefall mittlerweile. Hier geradeaus gibt es noch ein paar weitere Grillplätze im Wald drin. Dann kommt der Bach und dann der Weg berghoch. Und wer sich hier sportlich betätigen will, kann auch noch eine Runde klettern, bouldern, whatever. Fahr ins Wallis, haben sie gesagt. Ja. Im Wallis ist schön, haben sie gesagt. Da scheint die Sonne, haben sie gesagt. Ja. Man soll nicht immer alles glauben, was einem erzählt wird. Das Schnee grieselt leicht. Ja, ja. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich gehe mal frühstücken. Essen nehme ich mit. Bis nachher. Während ich hier mein Frühstück genieße, in schöner Natur, bei Ruhe und gediegenem Ambiente. Ambiente. Lässt der verdammte Nachbar seinen Motor im Stand laufen und versucht seinen Aircount zu bedienen. Und unterstützt wird er davon von zwei anderen Pappnasen. Hallo. Servus, ich will auch rein, hier ist wärmer. Draußen schneit's. Ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat. Ich werde jetzt mal dafür versenken, Manfred im Wassertrog.
Kennst du dich damit aus? Du natürlich. Bist, du bist doch der große Mechaniker, ich oder? Ich kann den Co-Pilot vorbeischicken. Das ist der Techniker im Team. Okay. Nee, gibt nur Englisch, Französisch und Spanisch. Español? Habla español? Oui, oui, bien sûr. Muy bien. Ja, d'accord. Was sind wir froh, schneidet's nicht. Kannst du über das Gerät dann aus Lenkradschluss rausmachen? Ihr habt's verpasst. Mein Drogendealer war gerade hier. Hab wieder 18 Maultaschen gekriegt. Lieben Dank, Uwe. Geile Sache, dass du dran gedacht hast. Hatte ich nämlich gar nicht. Und was ihr auch nicht mitgekriegt habt, wir haben jetzt eine Blume an Bord. Wunsch von Friedrich, der gerne ein bisschen gärtnern möchte. Und solche Wünsche erfüllt Timo natürlich immer gerne. Jetzt haben wir Grünzeug dabei. Ja, ihr macht euch runter ins Tal, in die Wärme, da wo 20 Grad sind und die Sonne scheint. Mini-Oberschenkel. Ja, das macht ihr wohl richtig. Nein, die kurzen Hosen rausnehmen, weil sie ja noch benutzt haben. Ja, war aber schön, dass das geklappt hat, so für die Nacht. Ja, schöne Überraschung, wusste ich nicht, hatte Manfred mir nicht gesagt, sondern... Ja, das war auch ganz gut, zwistig eigentlich, ja. Cool, also, kommt gut nach Haus. Tschüss, Kai. Tschüss. Kai. Vielen Dank, ciao. Du dann auch, ja. Ja, wir bleiben in Kontakt. Genießt es noch etwas hier. Und wenn ihr mal ein Affinity angucken wollt oder kaufen wollt, momorol.ch, seid richtig. Genau. Globetraveler übrigens auch. Genau. Ciao zusammen. Ja, da stehen wir im Schnee. Die ersten fahren jetzt ab und wir überlegen mal, ob wir die Schneeketten aufziehen. So benötigt was zu tun. Hey, jetzt müssen wir hier mal auf den Sack hauen. Ehrlich, es schneit und die Jungs stehen hier nur dumm rum und der Grill ist noch versaut. Jetzt rennt er wieder weg. Ja, aber ich hab doch gerade zum Vignette abkratzen so einen Kratzer gekriegt. Da kann ich jetzt gleich mal die Grillpfanne. Ja, genau. Super. Hast du einen Kratzer gekriegt? Hast du auch einen Kratzer gekriegt? Was? So Vignette, mehr genommen mit der Vignette. Das hätte 2 Euro gekostet, das haben wir nicht mehr. Gott, das will ich, überleg mal. Merkt ihr, dass wir hier unter Schwaben sind? Ja, das war wirklich an der Shell-Tankstelle, nach dem Ding dann gefragt, ich bin so ein Kratzer, und er hat gefragt, was kostet der? Und ich gesagt, im Paket dann 42, und er hat gesagt, nee, da hat sie 40 in einem Nuss-Vignette. Der Vignette-Kratzer. Die Schweizer. Nicht. Die Schweizer haben es erfunden. Ja. Was eine Sauerei. Ja, die Deutsche kriegen es nicht genehmigt. Und der Rest gibt zu, guckt es euch an. Einer schafft, 3 gucken zu. Herzlich willkommen. Spaß wie bei der Stadt. Und einer schafft und 4 gucken. Da fährt der Globetraveler. Das war der erste Globetraveler, der bei uns mal mit auf Tour war. War super mit euch. Kommt mal wieder. Fahrt gut nach Haus. Ja, da stehen wir. Der Schneefall lässt gerade mal ein bisschen nach. Und wir haben jetzt mal lang hin und her überlegt, was wir machen wollen, wo wir hinfahren. Denn hier wird das heute nicht besser und morgen auch nicht. Eigentlich wollten wir heute hier noch eine Scooter-Tour machen, Video drehen, aber bei dem Scheißwetter kannst du alles abhaken. Jetzt fahren wir woanders hin. Ja dann, wir verlassen das sonnige Wallis. Das war mal echt eine interessante Erfahrung, was Schnee und Regen angeht. Ah, so ein Mistwetter. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Dorftour machen mit euch mit dem E-Scooter und auch hier noch ein bisschen durch die Gegend scootern. Da gibt es noch ein paar schöne Wege, die man hätte sich anschauen können. Aber ja, macht keinen Sinn so. Bei 4 Grad in Schneefall und Kälte ist das nix. Einer muss natürlich wieder anders fahren und filmt Hochkant. Ja, wenn der mal aufhören würde, Hochkant zu filmen, dann könnt ihr auch seine Aufnahmen verwenden. Ach, einmal mit Profis. Kurz mal ein HBS. Wir warten an der Baustelle.
das weitergeht. Da kann man ja mal kurz was einwerfen. Die Baustelle hinter uns gelassen, sind wir jetzt unten am Talboden angekommen und fahren Richtung Brig, Obergoms weiter. Nächste Abfahrt in 5 Minuten. Wir erreichen den Autoverlad vom Furka. Es regnet, 4 Grad. Da ist Luft nach oben. Der Zug ist gerade angekommen und wird entladen. Und dann müssen wir noch irgendwie zahlen und drauffahren. Grüezi. Aber so eins weiter. Okay, danke. Sehr schwer, was sie wenden. Ah, also Start, Auto, ne? Ja. 3,30. Ah, 33 Franken kostet das. Oh, mal kurz die Nase in den Regen halten. Uwe muss noch das Ticket kaufen. Und der Zug ist voll. Wir müssen noch ein bisschen warten, glaube ich. Alter Kollege, Kaffee, Schnaps bitte. Bin dabei. Super, läuft. Wir müssen hier warten, es schifft. Unfassbar. Dreckswetter, ganze Strecke nur Regen. Ab ins Tessin. Ja. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht, auch nicht. Magst du noch ein Gebäck? Ja. Oh mein Gott, was kreucht und fleucht hier rum? Gebäck und die. Das Trockenfleisch gelagert, dass die Mäuse nicht hinauf können. Danke. Weißt du, die Mäuse können nicht an der Decke laufen. Mhm. Zumindest nicht im Wallis. Also, ja. Sie haben dort Speckfleisch aufgehängt. Mhm. Und dass die Mäuse nicht hinein können, haben sie Holz, eine Platte, damit der, weil die Maus kann nicht so laufen. Okay. Hammer. Vorräte gesichert. Ja, kurz einen Keks gegessen und plötzlich geht es ruckzuck und alles ist in Aufregung, weil die erste Line fährt. Und so richtig viel Platz ist da links und rechts auch nicht. Aber das Boarding geht sehr simpel. Ja, wir fahren jetzt, glaube ich, durch den Tunnel. Gar nicht mit der Bahn, sondern fahren hier einfach auf den Wagen durch den Tunnel. Und jetzt heißt es warten, bis es losgeht. Und ich glaube, da bewegt sich schon was. Wir bewegen uns, ohne dass Zottel irgendwas dazu tun muss. Ich musste nur 33 Franken zahlen. Und jetzt werden wir mal gefahren. Kokolot und Friedrich sehen das recht gechillt hier. Ich glaube, daran können sie sich gewöhnen. Ich melde mich dann von der anderen Seite. Willkommen zurück auf der anderen Seite. Wir können einmal festhalten, es regnet hier noch nicht. Wir stehen jetzt und es geht hier gleich die Entladung los. Motor an, Abfahrt. Kurzer Kriegsrat, wir haben entschieden, wir fahren jetzt tatsächlich ins Tessin, runter bis Mendrisio, also bis fast an die italienische Grenze, in der Hoffnung, dass es dort nicht regnet und wir einen netten Abend haben. Schon wieder ausgebremst, Schranke unten, wenn ihr mal links guckt, zum Dorf. Kleinstes Dorf der Schweiz, liegt am Furka-Pass, müsst ihr mal besuchen, gibt kaum was zu sehen. Talking to me.
Herzlich willkommen im Tessin. Das wäre geschafft. 17.46 Uhr, Mendrisio. Wir fahren ab. Jetzt geht's noch 13 Kilometer bergauf. Von Schneefall weit und breit nichts zu sehen. Die Temperaturen bei 17, 18 Grad. Können schlimmer sein. Und trocken vor allem. Aus Mendrisio raus geht's erstmal über den Berg hoch. Sehr steil. Jetzt sollte noch mal kämpfen heute. Hier nicht aus Versehen rechts fahren, sondern links. Das ist auch schon eng genug. Da kommt wieder eine sauenge Rotzdurchfahrt. Mit Ampelregelung. Also fahrt ihr nicht breiter als ein Kasten durch, das wird dann echt eng. Und mit Zottel geht es so gerade, wie ihr seht. Und nachdem das Engstück passiert ist, kommt das hier. Wald, kurvig, schmale Strecke. So Leute, da sind wir. Viele, viele Kurven später haben wir es dann auch mal geschafft und sind oben. Puh, das wäre geschafft. Angekommen, was eine Gurkerei hier hoch. Wir haben uns gleich mal an den Anfang des Parkplatzes gestellt, waren jetzt vorhin, als wir ankamen, hier noch weitergefahren. Da hinten kommt aber nichts Gerades mehr und da zwischen die VW-Busse. Wollte mich auch nicht stellen, deswegen hier. Ja, das gibt's ja nicht. Da kommt schon der Nächste, Nick. Kommt angeschossen. Da war aber knapp hinter mir, alter Falter. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Meine Fresse. Ist ja der Knaller. Ich dachte, ich habe viel mehr Vorsprung. Leckte mir. Genial. Ja, haben wir uns mal hier hingeparkt. Die Kekse liegen auch schon auf Zotte. Internetempfang ist limitiert und einer fehlt. Ich glaube, Timo findet den Weg nicht. Oder ist er irgendwie falsch abbogen? Der letzte Mohikaner kommt da noch vorbei. So, das noch erleben dürfen hier. Ei, ei. Der Knaller, wir sind komplett. Hoffentlich fährt er sich jetzt noch rückwärts sein Auto kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum rufe ich dich an und frage, ob das hier so steil ist? Wieso ging doch berghoch und nicht runter? Ich hab dir gesagt, es geht nur berghoch. Mein Bremsen, ey. Eins der Orgel da, ey. Musstest du bremsen hier hoch? Morgen muss ich bremsen das hier runter. Also mir hängt Zeit, guck mal. Seht ihr die orangene Reflexion in Uwes Van? So sieht das Ganze in Realität aus. Ja, auch so ein gemütliches Lagerfeuer brennt und dann gibt es jetzt mal irgendwann Essen. So, da stehen wir. Was saufen wir? Wildsau. Wildsau. Aus dem Wallis. Schönes Etikett. 6%. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke dem Spender, Manfred. Danke für das schöne Wetter. Und ich kann nicht trinken, weil mein Bier ist noch zu. Zum Wohl. Ja, wir sind ja extra aus dem Wallis geflüchtet, weil es da nass und kalt war. Jetzt sind wir hier im Tessin. Das ist schöner. Und es schifft runter. Es ist nicht zu fassen. Wessen Idee war das eigentlich, ins Tessin zu fahren? Kopf, ey.
bleibt nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen unter die Bäume. Alles andere führt zu nichts. Denn Uwe will nicht umparken. Denn wenn Uwe dahin parken würde, wo Zottel steht, hätten wir eine Markise. Und jetzt kommt der andere mit dem Schirm ums Eck. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott, ist das eine desolate Tour dieses Wochenende. Geh nicht weg. Ja, ein Schirm wäre schon toll. Ich bring das nächste Mal mit Raub um. Holzbauscheu.net. Wer Holz brauchen auf der Alp wohnt, müssen wir nicht ein Holzdach zimmern kurz. Deine Baustoffpreise, oh. Ich weiß nicht, was er hat. Nasse Haare, nasse Hose, nasse Hände. Wisst ihr eigentlich, wo der Rest sitzt? Gut. Da hinten sitzen die Aussätzigen. Mir hängt schon bloß weg, du Fausch. Tja, was soll man sagen? Die Gruppe hat sich gesplittet. Nicht, weil wir Streit haben, sondern weil es regnet. Die Harten halten es am Feuer aus. Die Weichen sitzen unter Bäumen. Und einer steht im Rege. Und hat Kopferdummy-Hunger. Also, bei mir zeigt zwar voller Empfang an, aber es funktioniert nichts. Geheimnisse. Datenschutz. Kenne ich nicht. Die Grillversuche bei Regen im Tessin. Zum Glück wird der Regen jetzt auch wieder stärker. Stühle werden ans Feuer getragen. Die Fraktion der Aussätzigen kommt zurück. Regenschirme aufgespannt. Ihr seht, ganz im Griff. Das hat er extra jetzt gemacht, dass ihn in dem. Das ist diesmal echt ein spezielles Grillen hier. Aber es funktioniert auch bei Regen mit dem Fennec-Grill. Der hält gut dagegen. Der ist eine Feuerschale. Der Klugscheißer meint, ist eine Feuerschale und spielt mit dem Handy. Check. Hey, Privatsphäre, oh, Datenschutz. Dann gucken wir mal dem Uwe auf den Stick. Oh, geile Fackel. Nur einer kriegt wieder nichts zu essen, weil die ganze Zeit filmen muss. Nee. Eieiei, jetzt haut der Nägel rein, die kriegt der Heiland mit der Beißzahn nicht mehr raus. Ja, mittlerweile hat sich der Regen verzogen. Dafür sieht es hier ganz schön voll aus. Ihr seht, da hinten stehen noch weitere Fahrzeuge. Aber es ist Ruhe eingekehrt. Wir sitzen noch ein bisschen entspannt am Feuer. Haben noch einen leckeren Waliski getrunken und lassen jetzt noch den Abend am Lagerfeuer ausklingen. Ja, da bin ich wieder zurück in Zottel. Das war's für heute. Lagerfeuer ist am Ausgehen, alle ins Bett gegangen. Und hier sitzen jetzt noch zwei rum. Die schnapp ich mir und dann gehen wir pennen. Also, wünsche euch eine gute Nacht und lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Dankeschön fürs Amazon-Partnerlink verwenden und auch für die PayPal-Unterstützung für unser Team. Coole Sache, freut uns immer riesig. Lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und jetzt geht's pennen. Gute Nacht, ciao zusammen. Jungs, auf geht's. Genug rumgesessen heute. Schlafen.